Jo Leute, willkommen zurück im Kanal für ein neues Video. Und ja, heute wie ihr seht, ich nehme es mit dem Fitnessstudio. Und ja, wie immer meine Routine, habe ich mit der Erwärmung angefangen. Und dann geht los mit den zwei ersten Übungen. Und wie ihr seht hier, ganz locker angefangen. Die Übung sehr gut, aber immer abwechselnd links und rechts. Und ja, mit der Zeit habe ich ein bisschen was steigert und ja, merkst schon, es wird ein bisschen schwierig. Sogar die nächste Übung nochmal hier wird sehr, sehr schwierig sein, wie ihr seht hier. Ist wirklich sehr schwer, aber ja, ich brauche sowas. So eine Übung brauche ich. Und ja, die Übung haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, immer abwechselnd links und rechts, nicht nur eine Seite arbeiten, die andere ist. Immer beide Seiten arbeiten. Und ja, wie ihr seht hier, ich habe den Gummi an meiner Hand und ja, Explosivität, sehr gute Übung, die Schnelligkeit. Und ja, mit die nächste Übung hier, wie ihr seht hier, ganz locker, Explosivität, rechts und dann abwechselnd links. Und ja, die Übungen wird noch ein bisschen versteigert. Und ja, wie ihr seht, die nächste Übung hier. Also ich würde sagen, die Übung ist wirklich sehr, sehr gut für Fußballer und ja, für Oberkörpertraining. Sind alles eigentlich dabei, aber da sind meine Favoriten, meine allerbeste Übungen, die ich wirklich sehr fast immer mache. Und ja, Explosivität sind alles dabei, aber immer abwechselnd links und rechts. Die ist wirklich sehr, sehr effektiv. Und ja, wie ihr seht hier mit der nächsten Übung, bin ein bisschen jumping, ganz ruhig. Und ja, dann habe ich mit die Beine angefangen zu trainieren, als Service des Fußballer, damit man die Bälle richtig schießen kann. Und ja, wie ihr seht hier, eine sehr gute Übung. Die ist wirklich sehr gut. Also die Übung ist wirklich, ich mache die nicht so oft, aber ja. Einmal pro zwei Wochen mache ich die eigentlich immer, weil die sind sehr, sehr, sehr effektiv. Und für die Beine ist sehr wichtig, sogar als Fußballer, man braucht sowas. Wie Roberto Carlos, man muss die Bälle richtig schießen. Weil sonst man hat immer Verletzungen oder so, wenn man die Beine nicht trainiert. Und von daher, um das alles zu verhindern, Training. Und ja, wie ihr seht hier, Oberkörpertraining, Rücken und so. Habe ich die Übung gemacht. Aber die Übung ist wirklich auch sehr gut für die Leute, die Muskel aufbauen wollen. Und ja, wie ihr seht, ich bin fertig mit den Übungen und habe es mir ein bisschen gedehnt. So 5 Minuten gedehnt und ja. Jo Leute, ich bin gerade mit Fitness fertig, gerade Richtung nach Hause. Und ja Leute, die Übung hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt mit den Übungen. Und ja Leute, gebt mir ein Like und Kommentar. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und meine Seite, da geht's. Bis zum nächsten Video. Peace.